Mit der nächtlichen Landung der Atlantis auf dem Kennedy Space Center ist die Ära des Space Shuttle seit dem 21. Juli 2011 endgültig Vergangenheit. So ist dieses Jahr nicht nur das 50. Jubiläum der bemannten Raumfahrt, es wird in die Weltraumannalen auch als das Jahr eingehen, in dem das Space Shuttle zu seinem letzten Weltraumflug aufgebrochen ist. Die größte ingenieurtechnische Herausforderung wiederverwendbarer Transportsysteme entsteht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Dort entstehen extreme Temperaturen von mehreren tausend Grad Celsius. Sie bringen für große Transporter eine wesentlich größere Materialbelastung als für kleine Kapseln à la Apollo. Beim Eintritt in die Erdatmosphäre heizt sich die Luft durch die Kompression in der Schockfront vor dem Fahrzeug auf. Der Hitzeschild hat die Aufgabe, diese Wärme möglichst effektiv an die Umgebung abzugeben. Gleichzeitig soll er durch geringe Wärmeleitfähigkeit Astronauten und Geräte im Inneren des Transporters vor Hitze schützen. Die wiederverwendbaren Hitzeschutzkacheln des Raumtransporters bestehen aus hochporösen Keramikfaserwerkstoffen, die durch Sintern gebunden sind. Sie tragen eine dünne, aber sehr dichte, temperaturbeständige Deckschicht aus Borsilikat. Jede der rund 30.000 Kacheln eines Transporters entstand in Handarbeit, einzeln gefertigt und gebrannt. Der Hitzeschild war nach jeder der 135 Missionen so beansprucht, dass ständig Kacheln neu produziert und eingesetzt werden mussten. Sie mussten geklebt werden, da Schrauben die Wärme nach innen geleitet hätten. Chain is armed. 15. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff! The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Noch sieht die bemannte Raumfahrt der USA einer unbestimmten Zukunft entgegen. Ein eigenes Transportsystem steht bei der NASA derzeit nicht zur Verfügung. Mit dem Commercial Crew Development Programm will Amerika künftig wieder eigene Kapazitäten für bemannte Weltraumflüge aufbauen. 2009 wurde das Projekt gestartet. Doch wann das Folgesystem betriebsbereit sein wird, bleibt offen. Während Amerika seit Jahren an der Entwicklung eines Folgesystems forscht, hat Europa seinen früheren Plan, einen wiederverwendbaren Raumgleiter für den Astronautentransport zu bauen, wieder verworfen. Wir sehen hier das Automated Transfer Vehicle, ATV, der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ursprünglich war geplant, dieses ATV zu einer rückführbaren Kapsel auszubauen. Zuerst für den Materialtransport, später dann auch für Astronauten. Das Budget reichte für den ehrgeizigen Plan indessen nicht. Die Pläne sind in Europa vorläufig vom Tisch. Dennoch arbeiten europäische Ingenieure wie hier am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an Technologien für wiederverwendbare Transportsysteme. Darunter auch das Konzept SCHEFEX, ein Projekt, das 2005 startete. SCHEFEX steht für Sharp Edge Flight Experiment. Während bisherige Raumfahrzeuge eine abgerundete Außenhaut besitzen, ist SCHEFEX mit scharfen Kanten ausgerüstet. Sie sollen den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre billiger, sicherer und flexibler machen. Die ersten Tests musste SCHEFEX als Flugmodell im Göttinger Windkanal der DLR bestehen. Der Hochenthalpiekanal in Göttingen ist eine der wichtigsten europäischen Großanlagen zur Erforschung von Hyperschall. Hier untersucht man auch den Wiedereintritt von Raumfahrzeugen. Das grundlegende Prinzip des Windkanals entspricht dem einer gigantischen Luftpumpe. In dem 62 Meter langen Rohr verdichtet zunächst ein Kolben ein Treibgas aus Helium und Argon. Der extreme Druck bringt schließlich eine Stahlmembran zum Platzen. Die starke Schockwelle wird in der Windkanaldüse auf die zehnfache Schallgeschwindigkeit beschleunigt.
Die Gasteilchen rasen mit mehr als 12.000 Stundenkilometern durch die Röhre und umströmen dann das Schiefex-Modell. Der Rückstoß ist gewaltig. Er lässt nicht nur die gesamte 280 Tonnen schwere Anlage um mehrere Zentimeter zurückspringen. Die Wirkungen des Experiments sind selbst in den Büros über der Anlage noch zu spüren. In wenigen Millisekunden ist dann alles vorbei. Danach wochenlange Auswertungen der Messergebnisse im Windkanal. Optimierung der Modellrechnungen, verbesserte Simulationen. Das Szenario im Windkanal simuliert den Wiedereintritt des Raumfahrzeugs in die Erdatmosphäre in einer Höhe von etwa 35 Kilometern. In der Testanlage entstehen dabei Temperaturen von fast 5000 Grad Celsius, die Temperatur der Oberfläche unserer Sonne. Die Testergebnisse im Windkanal zeigen, die scharfen Kanten von Schäfex leiten die Wärme besser ab als runde Profile. Aber ohne Kühlung geht es auch bei Schäfex nicht. Der Flugkörper ist zusätzlich mit einem aktiven Kühlsystem ausgerüstet. Sensoren regeln die Abgabe von Stickstoff als Kühlgas in eine Kachelbeschichtung auf der Oberfläche. 2005 fand der erste Flugversuch eines Fluggeräts mit scharfen Kanten statt. Wir sehen hier die Flugbahn von Schäfex. Anfang 2012 soll der zweite Start erfolgen, wieder in Norwegen von der mobilen Raketenbasis der DLR. Im ewigen Eis bereiten die Ingenieure den Start für den nur wenige Minuten dauernden Flug vor. Die Rampe soll Schäfex 2 in eine Höhe von über 200 Kilometern bringen. Wir sehen hier Aufnahmen vom ersten Start 2005. Und hier das Video von der Kamera auf dem Flugkörper. Für die Raumfahrtingenieure beginnt der interessanteste Teil beim Abstieg des Flugkörpers, der ca. 60 Sekunden dauernde Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. In dieser Zeit fällt Schäfex bis auf 20 Kilometer über der Erdoberfläche. In dieser Höhe öffnen sich dann die Fallschirme, die die Kapsel wieder zur Erde zurückbringen. Landung in eine unsichere Zukunft. Lösungen für die Zukunft natürlich nicht ausgeschlossen. Wer weiß, vielleicht sind es scharfe Kanten statt weicher Rundungen, die den wiederverwendbaren Gleiter von morgen auf Erfolgskurs bringen. Okay.